What is up, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. It's Jules Bikini here. Und wir haben heute Sonntag, den 2. Juni. Das heißt, wie krass ist es bitte, dass wir schon wieder Juni haben? I cannot believe, ein neuer Monat ist gestartet. Morgen startet eine neue Woche und deswegen befinde ich mich gerade mitten in der Wochenplanung. Das mache ich mittlerweile ohne To-Do-Liste tatsächlich. Ja, ich habe früher immer To-Do-Listen geschrieben und dann die To-Do-Listen in meinen Kalender übertragen. Und dann war es immer so ein bisschen doppelt gemoppelt und ich habe mir voll lange gebraucht. Jetzt bin ich effizienter geworden. Ich habe mir Termine in den Kalender eingestellt, die sich immer wieder wiederholen, die ich dann nur noch ein bisschen schieben muss. Das heißt, Sachen wie Podcast aufnehmen, YouTube-Videos drehen, Calls, Cleaning, Wochenplanung, Meals, Trainings, die trage ich mir nicht jeden Tag oder jede Woche neu ein, sondern die habe ich einfach immer in Wiederholung drin. Und alles, was dann halt on top dazu kommt, was meine wöchentliche Arbeit betrifft, trage ich dann immer am Sonntag ein. Das mache ich jetzt gerade und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Dann arbeite ich am Tag nicht mehr mit To-Do-Listen, was den einen Nachteil hat, dass ich dann nicht mehr so dieses Erfolgserlebnis habe, von wegen, ich hacke jetzt hier Sachen ab. Aber ich muss mich einfach nur in meinem Kalender nachhangeln, langhangeln und das habe ich auf jedem Gerät, das ist gleich. Deswegen sehe ich eigentlich immer genau, was wann wie zu tun ist. Das passt für mich eigentlich ganz gut. Das also einmal dazu. Ich hoffe, es geht euch gut. Prep-technisch sind wir heute an Tag 77 von 111 Tagen. Das heißt, wir haben einfach nur noch 5 Wochen, Leute. 5 Wochen ab heute. Heute 5 Wochen ist die Show in Portugal am 7.7. Und ich bin einfach richtig aufgeregt. Ich merke gerade tagtäglich, wie die Form anzieht. Ich finde es richtig cool. Heute habe ich kompletten Rest Day. Ich habe heute Morgen nur leichtes Cardio gemacht auf dem Crosstrainer. Aber es war so ein bisschen Blood Flow und ein bisschen Kalorienverbrauch pushen, aber nichts Intensives, weil ich mache ja aktuell nur 6-mal die Woche Cardio. Heute war nur ein kleiner Sonderzuschlag. Und ich habe meinen Puls zwar irgendwie bei 105 im Schnitt oder so, also wirklich nicht hoch. Und dann schaue ich ja, dass der so bei 130 ist ungefähr. Und das klappt eigentlich auch super mittlerweile mit meinem Crosstrainer. Ich bin da so ein bisschen besser in den Flow reingekommen. Aber wie gesagt, heute war die Recovery Time. Und ich habe eine halbe Stunde länger geschlafen und ich habe Mobility gemacht. Auch nur ganz, ganz wenig. Ich habe gepostet. Und gestern war ich Steak essen. Das war sehr lecker. Das ist eigentlich in der Prep immer safe, wenn das nicht so fettig ist. Aber Philly Steak ist eigentlich nicht so fettig. Und Gemüse ist manchmal dann ein bisschen ölig, deswegen lasse ich dann einfach auch am Abend das Mandelmus weg. Ich habe dann noch 10 Gramm Mandelmus on top gegessen, weil es nicht fettig war. Also ich hatte auf jeden Fall noch einige Fette übrig, deswegen habe ich noch zu Hause 10 Gramm Mandelmus gegessen. Und dann gab es heute nicht ein ganz neues Low, aber zumindest einen kleinen Job wieder von den 300 Gramm, die ich nach dem Leg Day mehr hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind auf einem guten Weg. Heute nehme ich euch ein bisschen mit durch den Tag, zeige ich, was ich an meinem Rest Day so mache. Und am Ende des Videos gibt es auch eine kleine Überraschung für euch und darauf könnt ihr euch freuen. Bleibt also unbedingt dran. 5 Weeks out und ich habe beim Rest Day immer noch recht viele Kohlenhydrate. Das nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit. Heute Morgen hatte ich natürlich schon mein erstes Barley Porridge und jetzt kommt mein zweites Barley Porridge. Mmh, herrlich. Manchmal mache ich mir das noch warm. Aber jetzt sitze ich in der Sonne und da ist kühl eher am besten. Ja, an Rest Day sind es jetzt nicht unnormal viele Kalorien. 1450 ungefähr. Obwohl es auch nicht unnormal wenig sind, also in Ordnung, würde ich sagen. Und ich habe morgens noch 50 Gramm im Porridge. Und dann mache ich mir mein zweites Porridge aus 60 Gramm. Weil eigentlich hätte ich 2x 30 Gramm Reis verteilt. Auch 2 Meals, aber ich lege das immer zusammen in ein größeres Porridge. Das befriedigt mich deutlich mehr und ich zögere dann die zweite Mahlzeit immer so ein bisschen raus. Jetzt haben wir ungefähr 12 Uhr. Und die erste hatte ich um 8. Das heißt, ich habe am Vormittag meistens meine Carbs und dann kommen danach noch 3 Meals ohne Carbs. Und das klappt echt super. Klar hat man ein bisschen Appetit, aber keinen großen Hunger. Heute Morgen gab es ein Flexpresso. Und jetzt gibt es ein Dark Cookies and Cream Designer Way Shake. Himmlisch in der Sonne. Ich genieße mein Leben, Leute. Life is good. Es ist mal wieder Sunday. Das heißt, es ist mal wieder Cleaning Day. Es geht auch immer viel zu schnell. Und es ist ja nicht so, dass ich unter der Woche nichts mache, sondern so das, was halt anfällt an Haushalt. Aber trotzdem ist Sonntag dann irgendwie wieder alles dreckig, oder? Wer kennt's? Auf jeden Fall bin ich gerade dabei. Werde ich Staubsaugen. Und habe mir zwischendurch, das war so mein Rest Day Tweet, Collagen Peptides und neu mit den neuen Aminos von ESN gemischt. Das ist quasi die upgraded Version of EAAs. Schmeckt deutlich besser, hat ein paar neue Inhaltsstoffe noch mit drin, die die Aufnahme verbessern und noch ein paar Aminosäuren extra und die Aminosäurenkonzentration ist besser verteilt. Deswegen sehr geiles Produkt und das habe ich mir mit den Collagen Peptides gemischt und ist wirkungstechnisch und geschmackstechnisch einfach eine 1.
Aber schon leer. Let's do this! Good evening! Das Cleaning wurde gefinished und dann kam Ali auch schon wieder. Der hat nämlich heute seinen letzten Tag in Vienna gehabt. Und eigentlich dachte ich, dass wir hier so ein bisschen chillen und arbeiten und dann noch einen Walk machen, aber irgendwie waren wir dann 2 Stunden draußen unterwegs. Mmh. Wie geil ist dieses Ninja bitte geworden? Mit White Chocolate Pistachio. Naja, auf jeden Fall waren wir draußen spazieren. Hab auf jeden Fall alles selbst drin, hab ihn dann auch zum Flughafen gefahren. Wir haben zwei Meals zusammen gegessen, beziehungsweise ich habe zweimal gegessen, er hat einmal gegessen. Und wir haben Kaffee getrunken, Cola getrunken, gequatscht. Und jetzt ist er wieder back home. Ich muss sagen, es war sehr cool, dass er da war. Ich habe mich sehr aus der Komfortzone gelockt in einigen Hinsichten. Wir waren ja auch noch in der Oper. Das war auch ganz cool. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Muss ich jetzt nicht nochmal haben, aber muss man gemacht haben. Gestern Abend waren wir noch ein Steak essen. Das war eine coole Zeit. Jetzt freue ich mich aber auf nächste Woche. Auf Fokus, keine Ablenkung. Vollgas. Ich habe auch heute noch ein bisschen was zu tun, weil ich einfach dann nicht alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Aber ist okay, wir haben jetzt ungefähr 19 Uhr. Steps habe ich hier schon drin, das heißt, ich muss halt nicht mehr raus. Und dann arbeite ich gleich noch ein bisschen und werde dann ins Bett gehen und morgen früh eine Woche starten. Das heißt, heute eigentlich ein Tag, der sehr schnell umgegangen ist, aber auch sehr schön war. Die Sonne hat geschienen. Ich habe aber auch gemerkt, dass meine Energie ist einfach, also ich merke, diese Woche hat meine Energie ziemlich einen Job gemacht allgemein. Ich denke, es ist irgendwie normal, weil vorher habe ich es eigentlich fast gar nicht gespürt, energetisch. Und jetzt halt schon an einigen Stellen, gerade wenn es gegen Ende des Tages geht. Wenn ich viel reden muss, oder viel rede, dann merke ich es auch immer recht stark. Genau. Aber ist alles gut, so wie es ist. Ich bin sehr happy mit der Woche, sehr produktiv. Formtechnisch ist es sehr freigegangen diese Woche. Immer noch ein bisschen Kleiderfalle oben drüber als Topping. Salz, schaut es euch an. Mal wieder eine fette Bowl. Wow. Und dazu gibt es jetzt mein YouTube-Video. Ich mache 2 Abend. Meine Stimme ist schon gar nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt 21.41 Uhr. Und ich habe eigentlich soweit das meiste geschafft für heute. Ich wollte noch meine Dusche sauber machen, ich habe es nicht geschafft. Das nervt mich irgendwie so, ich mache es dann morgen direkt. Auf jeden Fall, wie gesagt, gehe ich jetzt schlafen und ich habe euch ja eben schon erklärt im Anfang des Videos, dass ich noch eine kleine Überraschung habe am Ende dieses Videos. Diese Überraschung ist, dass wir ab dem 24.06. eine neue Excellence Attitude Masterclass starten und ihr als meine YouTube-Fam habt die Möglichkeit, euch vor allen anderen zu bewerben, beziehungsweise fast vor allen anderen. Als allererste Möglichkeit hat meine Excellence Community bekommen und jetzt kommt die YouTube-Fam und dann kommt die Insta-Fam. Sonst bekommt die Insta-Fam immer zuerst Bescheid. Aber diesmal möchte ich gerne euch davon erzählen, wie wichtig es mir ist, dass diese Masterclass weiterhin existiert und dass ich weiterhin Mädels davon überzeugen kann, dass sie jedes Ziel erreichen und ihnen zeigen kann, wie sie jedes Ziel erreichen. Und ich möchte ambitionierten Frauen helfen, mehr als ein Durchschnittsleben zu führen, weil ich einfach weiß, dass es möglich und machbar ist und weil ich viel mehr Frauen mitziehen und mitreißen möchte. Und wenn du mich als deine persönliche Mentorin siehst, wenn du Bock hast auf das inspirierendste Umfeld, was dir jemals begegnet ist, dann schau dir die nächsten 200 Minuten an, bewirb dich auf einen Platz, wir schauen, ob es passt. Und wenn ja, dann sehen wir uns schon bald in der Excellence Attitude Masterclass. Und wir starten dein neues Leben. Bis bald, danke fürs Anschauen. Die Masterclass hat das in 12 Wochen komplett geschafft zu verändern. Das gibst du halt dann auch weiter. Wenn du dich gut fühlst, merken das auch andere. Dann dachte ich, ey, ich will das machen. Aber ich sagte, es ist am Anfang, es war eine Überwindung für mich, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich dachte, du hast dein Bauchgefühl. Ich wusste am Anfang, dieses Bauchgefühl ist absolut richtig. Du kreierst dir deine Realität. Du entscheidest selbst, wie dein Alltag aussieht, welche Beziehungen du führst, in welcher körperlichen Verfassung du bist, welchen Job du hast und wie viel Geld du verdienst. Erst wenn du beginnst, aus der Opferrolle rauszuschlüpfen und Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, kannst du wirklich das Leben leben, welches du jetzt gerade noch für unmöglich hältst. Wie kann ich darauf scheißen, was andere von mir denken? Wie kann ich einfach mein Ding machen, weil ich es will und nicht, weil andere es mir sagen? Ich bin Jule, 25 Jahre alt.
bald und ich helfe dir dabei, deinen Traumkörper und dein Traumleben zu kreieren. Und ich dachte auch, natürlich, es ist viel Geld, aber ich habe es gefühlt, ich wusste einfach im Bauchgefühl, es wird super und genau so ist es. Und ich würde es jedes Mal wieder so machen. Und ich würde wahrscheinlich, wenn ich gewusst hätte, was das Ergebnis ist, hätte ich wahrscheinlich noch mehr gezahlt. Meine Kundinnen lernen, an sich selbst und ihre Träume zu glauben und dafür loszugehen und sie zu erreichen. Du möchtest mit dich mit dir selber beschäftigen und aus diesem Loch der Demotivation und besondere auch negativen Glaubenssätzen, das war ja mein größtes Thema. Sie lernen, ihre Gedanken so zu transformieren, dass sich ihre Realität komplett verändert, denn es reicht nicht, deine Ziele zu kennen. Ich habe es in der Masterclass geschafft und habe mich jetzt getraut, mich in die Selbstständigkeit zu katapultieren. Du brauchst das Selbstbewusstsein, die Willenskraft und die Fähigkeit, dich selbst zu führen, um dir mehr zu kreieren als ein durchschnittliches Leben. In den letzten Jahren habe ich es geschafft, mir meine größten sportlichen und beruflichen Ziele zu erfüllen und kann heute in meinem Business jeden Monat fünfstellig verdienen und als IFBB Pro um die Welt reisen und mir meinen Lebenstraum erfüllen. Meine Kundinnen lernen von mir, wie sie selbst ihre Realität verändern und sich beruflich, mental und körperlich so verändern, dass sie ihre eigene Definition von Glück erreichen. In meiner Excellence Attitude Masterclass bekommst du die Möglichkeit, in einer Gruppe von bis zu 5 Teilnehmerinnen und mir als persönlicher Mentorin in das inspirierendste und aufstrebendste Umfeld zu kommen, das dir bisher begegnet ist. Du bekommst die Energie, die Tools und die individuelle Betreuung an die Hand, die dir bisher gefehlt hat, um dein Leben endlich zu verändern. 12 Wochen lang hast du die Accountability und das persönliche Feedback, um die krasseste Version von dir zu werden, die weiß, wo sie hin möchte und wie sie dorthin kommt. Bewirb dich jetzt für einen von 5 Plätzen und nutze die Chance deines Lebens, um ab dem 24. Juni in der Excellence Attitude Masterclass deine Realität komplett zu verändern.